Ja, hallo, liebe immer noch Kunstfans. Vielleicht haben wir ja ein paar neue dazugewonnen. Mein Name ist Hazel Brugger. Ich bin dieses Jahr für die Tageswoche, also dieses Jahr sage ich, weil es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass sie mich überhaupt irgendwo her schicken. Dieses Jahr bin ich auf jeden Fall für die Tageswoche so ein bisschen an der Art Basel. Heute im Rahmen vom Parkour, Art Parkour, also sehr eine sportliche Angelegenheit. Aber man darf wie bei der Kunst eigentlich immer nicht vergessen, dass es auch eine gewisse noble Seite hat. Also das ist italienischer Perlwein trocken mit Sulfit. Und ich möchte mich jetzt passend auf das vorbereiten. So, die Vorbereitung beim Sport ist mindestens so wichtig wie der Sport selber. Darum werde auch ich jetzt ein bisschen Energie tanken. Ultimate Art Cocktail. Hoffentlich ist das wert. Dann den Knopf machen. Und das Hase Öhrli und rundum und nochmal das Hase Öhrli ziehen. Voilà. So, nur Sportgetränke trinken macht natürlich noch kein Meister. Jetzt wird dehnt. So. Und jetzt tun wir noch den Boden berühren versuchen. Okay. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Leute interviewen. Der sportliche Aspekt. Wir sind jetzt hier beim ersten Posten. Also ich weiß nicht, ob es wirklich der erste ist, aber ein Parcours wird ja auch durch einen gewissen Zyklus bestimmt. Also man kann anfangen, wo man will. Und wir haben jetzt hier einen netten Südafrikaner gefunden, der uns etwas erklären wird. Hallo? Wir sprechen jetzt Deutsch miteinander, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich kann ein bisschen nur Deutsch, so ich probiere auf Deutsch. Okay, sehr gut. Wir wollen uns nicht zu sehr anpassen. Gut, erzähl uns doch, was hast du uns hier Schönes mitgebracht? Das ist die Kunst, die Piece von Sterling Ruby. Und das ist eine Representation von ihrem Lebens. Und wie heißt das, der Waste? Und das ist Symbolik von Upbringing. Ist das jetzt nur Waste oder ist das auch Kunst oder ist das auch Das ist praktisch? Kunst. Das ist Kunst. Und das ist Symbolik Autobiography, wenn ich das sagt. Das ist erbt in Pennsylvania abgebaut und erbt eine Oven so diesen in Haus gehabt. Also ist das Feuer die Kunst oder ist der Ofen die Kunst oder ist es erst Kunst, wenn es zusammen ist? Zusammen. Man sagt ja, Fire is a very diligent slave, but a terrible master. Wie stehst du zum Feuer?
Yes, fire can be extremely dangerous. I've witnessed fires that have complete destruction. But if it's contained and managed, it's very good. Okay, so you basically just repeated what I just said. That's good. That's all right. That's all right. Haben Sie Lust, das Interview zu führen für Tag? Also einfach schnell sagen, wie können Sie einfach, dass wir nicht mit dem Rücken in die Kamera, also dort. Also okay. Ja, grüezi. Wir haben jetzt da eine Person gefunden, die sich durchaus angetan gefühlt hat von dem Feuer. Können Sie ein bisschen erklären, wie, warum Sie jetzt da stehen geblieben sind? Weil es einer von diesen Kunstposten ist und ich mir vorgenommen habe. Hier ist ein gratis Rundgang-Parkour und als Bewohner von diesem Quartier haben wir gerne auch gratis Eintritt. Leider sind die Eintritte an der Art schon ein bisschen teuer für Normalsterbliche. Und da ich nur eine Künstlerin bin, sind sie besonders teuer. Und das Feuer hat mich angezogen, weil ich bin gerade vorne vis-à-vis im Thema Wellness. Und das ist ganz interessant, dass man eigentlich fürs Wohlbefinden Kunst macht. Also wieder nur Kunst, nicht nur, also ausschließlich meine ich, Kunst als Illusion der Wellness. Und das gefällt mir eigentlich noch als Gedanke. Also sagen Sie jetzt, das ist das primär Kunst oder ist das primär Wellness oder ist das einfach ein Ofen, der draußen steht und gratis zum Anschauen da ist? Oder? Das kann man als freie Illusion interpretieren. Für als Transformation des Glücks. Ich habe zum Beispiel hier Fantasie erwecken, ich verbrenne all meine Sorgen und mache Schritt in Zukunft. Okay. Also freie Interpretation. Gut, sehr gut. Vielen Dank. Merci vielmals. Ja, ganz schön.